Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Trinity entgegen, die scheinbar dabei sind, sich den Weg zur... Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. sich den Weg zur Schatulle frei zu sprengen. Wie erwartet man es auch anders von denen, ne? Sprengstoff war ja schon immer ihre einzige Möglichkeit, um überhaupt irgendetwas zu reißen. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Okay. Was ist denn da im Boden jetzt? Okay, Lara kann sich jetzt mit Schlamm einschmieren? Ein Bericht über ein anderes Suchgebiet von Trinity. Einsatzbericht an Dr. Dominguez. Suchgebiet Matharuni Huyana 5,816587-59,468158. Beweise für eine Migration der Maya entdeckt. Gebiet stellte sich nach weiteren Untersuchungen als Sackgasse heraus. Durchgeführte Maßnahmen: Überflutung des Ortes durch Umleitung des Flusses, Eliminierung der angeheuerten einheimischen Arbeiter, Vernichtung sämtlicher Hinweise auf unsere Anwesenheit. Sonstiges: Unruhen in einem nahegelegenen Dorf. Tödliche Reaktion erforderlich. Gebiet abgeriegelt, Ort überflutet, natürliche Ursache vorgetäuscht. Mediale Verbreitung der Geschichte über den Anstieg südamerikanischer Flüsse infolge des Klimawandels eingeleitet. Oh, ihr verdammten Drecksäcke. Die haben das auch noch inszeniert. Oh, ihr miesen Schweine. Hier ist Commander Rourke. Ist die Abriegelung erfolgt? Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rourke out. Mist. Oh. Dass der jetzt nicht hergekommen ist, um das zu überprüfen, wundert mich. Aber dafür kriege ich ihn jetzt. Ja, ja. Hast du recht mit. Wow, ich bekomme gerade die Trophäe Rambo. Okay. Wir sollten nicht vom Schlimmsten ausgehen. Vielleicht sind sie okay. Fauler Bastard! Jetzt muss ich alles machen. Wieso ist der jetzt plötzlich umgedreht? Ich gehe der Sache nach. Tust du nicht? Mist. Die sind runter und nicht mehr raufgekommen? Das Aufklärungsteam soll sich beeilen. Sehr schön. Giftpfeile. Perfekt, um Gegner, die schön nah beieinander stehen, zu erledigen. Oder wenn man mehr als genug davon hat, auch einzelne. Aber den Luxus werde ich hier nicht haben. Dafür habe ich jetzt keine verlässlichen Toxinquellen. Ich habe noch nicht mal bemerkt, wo ich das Toxin, das ich bereits habe, aufgesammelt habe. Keine Ahnung. Muss ich irgendwo, irgendwie, irgendwann gefunden haben. Habe ich die beiden geplündert? Ja, oder? Gut. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat.
Okay. Ich drehe durch. Ja, ja. Dreh am besten ein paar Runden. Das hilft. Das hilft total. Vor allen Dingen, wenn du die Runden alleine machst, ne? Das Aufklärungsteam macht das schon. Wo ist der hin? Lara, warum... Ich wollte gerade sagen. Warum duckt sich Lara? Ich hab sie gefangen. Ja, geil, ey. Was soll denn der Scheiß? Lara, ey, was soll der Dreck? Sonst duckt sie sich doch immer automatisch in der Nähe von solchen Objekten. Aber jetzt auf einmal gar nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass der Gegner mich trotzdem gerade nicht sieht, dass ich durch irgendeine unbekannte Videospielmacht geschützt werde. Nö. Mit anderen Worten, ich habe jetzt leichten Grund, mich zu beschweren. Spiel? Was sollte das gerade? Ich dachte, du übernimmst Jonah, das Deckungssystem automatisch. Hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rourke war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Mhm. Den habe ich auch schon geplündert. Alles klar. Tja, dann... Pfad der Lebenden, die Ölquelle untersuchen. Oh, ich habe jetzt damit gerechnet, das Ding würde abfallen. Nein! Au! Oh. Hat zum Glück noch gereicht, um zu überleben. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Oh. Na, hat Trinity wieder irgendetwas ausgegraben, was sie komplett fertig gemacht hat? Wäre ja nicht das erste Mal. Ja, das ist eben das Unpraktische dabei. Ihr könnt nicht durch die Explosion nicht nur das zerstören, was ihr eigentlich sucht. Ihr könnt auch irgendetwas aufwecken, was lieber im Schlaf bleiben sollte. Ne? Ist ja nicht so, als hättet ihr den Fehler das erste Mal gemacht. Man möchte meinen, da herrscht mittlerweile eine gewisse Lernkurve. Ah. Tempeluntersuchung. Ein Trinity-Bericht über die Ausgrabung des Tempels des Lebens. An Dr. Dominguez. Möglichen Zugangspunkt zum Tempel außerhalb von Kuwakyaku entdeckt. Ausgrabungsequipment ist unterwegs. Ausführlicher Bericht. Alles klar. Okay, eine weitere Archivarkarte. Perfekt. Da sehe ich ein Dokument in der Nähe eines Monolithen. Und jetzt sehe ich auch generell den ganzen Pfad hier. Alles klar, dann kommen wir hier wieder raus. Sehr schön. Und überall die ganzen Dokumente. Ich markiere sie mir vorsichtshalber. Oh je. Das... Ugh. Ist schon wieder sehr unangenehm hier drin. Oh... Ja, an einigen Stellen kommt durchaus schon so ein bisschen unangenehme Atmosphäre auf. Finde ich gut. Und ja, ich weiß, eigentlich war es eine verpasste Gelegenheit, kurz vor Halloween nicht mit ein paar Horrorspielen anzufangen. Aber ich muss zugeben, ich habe auf Shadow of the Tomb Raider und Assassin's Creed Odyssey ein bisschen mehr Bock gehabt. Ich hatte zwar durchaus, oh Gott... Ich hatte zwar durchaus Horrorspiele in petto, die ich hätte schon anfangen können und die ich hätte durchnehmen können, aber ja, meine Lust auf diese beiden Spiele war in dem Moment, aua, größer. Deswegen, also keine Sorge, Horrorspiele kommen noch. Ja, und ich starte ja normalerweise immer die Spiele, auf die ich richtig Lust habe, damit ich eben nicht irgendwann gelangweilt wirke oder so wirke, als ob ich das Spiel jetzt spielen müsste, anstatt dass ich es möchte. Es ist zumindest meistens so, dass ich mich dann eben danach richte. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Vom Tod zum Leben, vom Neumond bis zum Vollmond dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle.
Und keine Sorge, dafür, dass ich im Prinzip mich als Horrormann bezeichne, ist für mich quasi das ganze Jahr über Halloween. Oi. Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Oh, du überlebst? Du hast überlebt? Ich hätte gedacht, Abby hätte dir den Kopf abgerissen. Ich brauche passende Symbole. Ein Weg finden. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Heißt. Okay, das war schon mal richtig. War das jetzt beides richtig? Oder war es falsch? Ich weiß es nicht. Oh je. Oh, scheiße, das sind ja... Scheiße, ich habe gar nicht erkannt, was das wirklich war. Schlangen. Warum müssen es ausgerechnet Schlangen sein? Alter. Ich brauche passende Symbole. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Ach so, ich soll das dann als Brücke nutzen, um da noch was zu machen. Whoops. Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Hast du doch jetzt, Lara. Okay. Jo. Rechts, Punkt. Strich. Ja, da kommt doch schon ordentlich Indiana Jones Feeling auf. Okay, Punkt, drei Punkte. Wow! Punkt, drei Punkte. So. Und da einfach nur dreimal. Das eine Symbol, das schon in der Mitte ist. So. Bin ich irgendwie in der Lage, das Ding, das ich drehe, auch zu bestimmen? Ah ja, jetzt. Okay. War doch alles richtig. Okay. Ah, Schlangengrube bewältigt. Noch eine Tür? Das kann nicht alles sein. Verdammt, das war so klar. Oh nein. Zu knapp. Mist. Ah, hier hat sich ein weiteres. Okay. Deshalb. Und deshalb auch die dritte Reihe dort. So, und hier unten ein Strich. Ja. So. Das müsste es jetzt sein. Hey, Jonah. Oh, okay. Geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chuck-Chell. Ich habe hier zwei Daten. Und X-Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Ah, öffne die Ansicht, um die Artefakte zu untersuchen. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0.
Strich mit drei, also die drei letzte Punkte. Zahl auf der linken Säule müsste eine Null sein. Da. Dann wäre das schon mal korrekt. Aber rechts habe ich gar keine Hinweise, glaube ich. Ja. Da ist nichts. Das heißt, das ist reines Rumprobieren. Moment, oben und unten ist die gleiche Zahl. Das heißt, hier könnte es auch sein, dass oben und unten das gleiche ist. Probieren wir das mal als... Verdammt. Das hat schon mal nicht funktioniert. So. Dann müssen wir einfach nur rumprobieren, bis es funktioniert. Ah, schade. So. Na komm. Ach, das gibt's doch nicht. Ich habe gerade echt das Gefühl, dass ich jede mögliche falsche Zahl gerade mitnehme. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wo war das? Hier. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2. Sind es 3 Punkte mit einem Strich oder? Shit. Das könnte den Unterschied ausmachen. Am Ende ist es nicht die rechte Säule, die ganze Zeit falsch ist, sondern die linke. Ah, okay, ich hätte auf das hören sollen, was mein Kopf mir gesagt hat, denn... Diese 3 Punkte mit einem Strich wirken weniger wie eine Null. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Danke. Ja, und die habe ich schon eingestellt. Ah, ich hätte auf meinen Kopf hören sollen, weil Punkte oder Striche, klar, wie soll das eine Null darstellen? Da ist das da viel eher eine Null. Oh Mann. Mal gucken, vielleicht löst Lara noch einen Dialog aus, wenn ich die Zahl einstelle. So, doch nicht. Ach, ärgerlich, ärgerlich. Ich habe mich auf das Bild verlassen, das ist das Problem. Dabei wurde ja auch gesagt, dass das Bild eben beschädigt wurde. Und deshalb die falsche... Und deshalb das Datum auch eben falsch gedeutet wurde. Naja. Okay, hier haben wir wieder einiges zum Sammeln. Ein Dokument, das Balams und Akantuns beschreibt. Balams ist das Maya-Wort für Jaguare, die Maya wegen ihrer majestätischen Schönheit und gefährlichen Anmut verehrten. In den Dörfern der Maya gab es 4 Akantuns. Götzen, die in jeweils einer Ecke des Dorfes aufgestellt wurden. Nachts kamen 5 Geisterjaguare in das Dorf, wobei 4 von ihnen an den Akantuns Wache hielten. Der 5. und kleinste Balam wiederum koordinierte ihre Bemühungen, das Dorf vor bösen Dämonen und Geistern zu beschützen. Hm. Okay. Und hier? Eine Darstellung des X-Tab. Selbstmord galt bei den Maya nicht als Frevel, sondern als ehrenhafter Weg, aus dem Leben zu scheiden. Indem jemand Selbstmord beging, konnte er somit die Unterwelt umgehen und direkt ins Paradies kommen. Genau wie andere, die einen ehrenvollen Tod gefunden hatten,
Geopferte, so wie in der Schlacht, bei der Geburt eines Kindes oder beim Ballspiel Verstorbene. Begleitet wurde der Selbstmörder auf seinem Weg ins Paradies von dieser Göttin, Ixtab, die auch Seilfrau genannt wurde. Sie war die Göttin des Selbstmords, insbesondere durch Erhängen, und manifestierte sich als verwesender Leichnam mit einer Schlinge um den Kopf. Hm. So, was haben wir hier? Uiuiui. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Okay. Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut. Das hier wird dir gefallen. Okay, ich habe gerade die Bronzetrophäe... Moment. Pardon, kurze Unterbrechung. Ich habe gerade die Bronzetrophäe Feuer des Lebens bekommen. Okay, ich dachte, Jonah redet jetzt direkt weiter. Das ist der Weg zur verborgenen Stadt. Wie es scheint, werden hier verschiedene Prüfungen beschrieben. Der Zugang erfolgt durch das Maul eines Jaguars. Dann sind da noch eine Spinne und ein Vogel, der zu einem Tempel aufsteigt, der wiederum zu einer Schlange mit einem silbernen Auge führt. Mhm. Interessant. So. Das beschreibt etwas in der Nähe. Oh. Zwei Wächter haben Fänge, zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Okay. Scheint eher in dem Gebiet hinter mir zu sein. Okay. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Aha! Das ist großartig. Sehr schön. Ja, hat man direkt gemerkt. Der hier hat beides. Sehr schön. Nun denn, dann können wir direkt weitermachen. Nur noch mal kurz sicher gehen. Ja gut, der Monolith ist ausgegraut. Passt. Okay. Ein neues Rezept. Sieht danach aus. Hm, interessant. Hat das Ding nur mal so kurz überflogen. Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Oh. Uiuiui. Stimmt ja, das gab es ja auch noch, glaube ich, oder? Gab es das schon mal in einem Tomb Raider-Teil? Ich bin mir gerade unsicher. Geburt der Schlange, eine alte Skizze. Diese grobe Skizze zeigt einen Tempel, der sich inmitten einer Stadt erhebt. Wenn ich die Augen zukneife, sieht er wie eine Schlange aus. Mhm. Uiuiui. Na dann. Aus den überfluteten Ruinen entkommen. Oh je. Was ist da gerade unterwegs? Ach, ein Piranha-Schwarm. Oh, oh. Okay. Oh je. Komm schon, hol's dir doch, Lara. Äh.
Boah. Nein, nein, nein. Mist. Was bewachen Sie denn da? Nein! Scheiße! Drecksviecher, die sind aufmerksamer als ich dachte. Nein, verzieht euch. Nein, nimm's doch! Weg. Oh. Schnell. Dreck. Da sind Luftblasen. Schnell. Schnell. Boah. Das war knapper, als es hätte sein müssen. So viel steht fest. Oh Gott, hier unten ist sogar noch so eine dicke Truhe. Ich bezweifle allerdings, dass ich die öffnen kann. Ich habe ja immer noch nicht die Dietriche. Ah, hallo. So. Perfekt. Schnell. Gut. Oh Mann. Eine wahre Todesfalle hier. Schnell nach oben. Ach, das darf doch nicht wahr sein. An welchem kleinen Fitzelstein bin ich denn jetzt hängen geblieben? Oh nein. Ah, da geht es ja doch weiter hoch. Meine Güte, wie ich immer an so Kleinigkeiten hängen geblieben bin. Das darf doch nicht wahr sein. Oh. Habe ich jetzt aber auch ein Talent dafür entwickelt, genau an so kleinen Kanten hängen zu bleiben, sodass Lara nicht weiter auftaucht. Boah. Hier unten könnte ja auch wieder ein Überlebensversteck sein. Unterwasser-Überlebensversteck, aber trotzdem. Mal gucken, die Truhe ist das einzige, was ich da zurückgelassen habe. Vor mir ist noch ein Dokument. Okay. Hey! Oh Gott! Was ist das doch? Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Hallo, Irreführung. Expeditionsaufzeichnungen. Das sind die Aufzeichnungen eines Forschers, der gegen Mitte des 20. Jahrhunderts nach einer vergessenen Stadt gesucht hatte. Er stieß unweit des Basislagers auf einen kleinen Handelsposten, der von einer Frau namens Kuama geleitet wurde, und fragte sie nach alten Geschichten, die ihm helfen könnten, die Stadt zu finden. Als er das hier schrieb, war er dem Tode nahe und davon überzeugt, dass Kuama seine Expedition absichtlich in die Irre geführt hatte. Okay, und das nächste Dokument ist erst etwas weiter hinten. Gut.
So, ihr Schweine. Basislager? Ihr Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe. Ich muss was hören. Oh. Krallen des Adlers. Wenn Sie sich auf einem Ast befinden, halten Sie Dreieck, um einen Seilpfeil abzufeuern und einen Feind durch Hochziehen auszuschalten. Es kann nur eine Leiche pro Ast verwendet werden. Krass. Jesus. Ich kann noch. Oh Gott. Sie sind hier. Alter Vater. Wow. Der rastet ja jetzt richtig aus. Du kriegst mich nicht. Tja, du machst es mir überraschend leicht dafür, dass du die ganze Zeit nur in eine Richtung guckst. Wovor haben die so viel Angst? Das ist eine gute Frage. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann's ja nicht sein. Die haben meine Tat direkt irgendetwas anderem zugeschrieben. Wissen die wieder von irgendetwas Übermenschlichem, wovon ich nichts weiß? Also irgendetwas neben den krassen Naturkatastrophen? Scheiße, ich hab mein Funkgerät verloren. Jesus! Ich habe das Viech doch nicht das Gebüsch verlassen sehen. Das lauert da doch noch. Oder? Nö, weg ist es. Aber ich höre es noch. Was zur Hölle war das jetzt wieder? Oh. Operationsupdate, ein Bericht von Trinity. An Dr. Dominguez. Wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen. Suchen die Gegend weiter ab. Haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf. Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung: Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein. Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Ja, hier noch ein Gefahrenschild. Ich habe das Gefühl, das Schild warnt nicht vor den richtigen Dingen hier. Eieieiei. Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ganz durch den. Alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur. Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Ich sehe sie noch immer. Ich kann das einfach nicht! Und zack! Wir gehören nicht hin. Alles okay jetzt? Oh. Sie fliegt überall. Alles okay, alles gut. Oh Mann, dass ich hier auch ständig diese komischen Geräusche höre. Wir sind tot. Es ist vorbei. Du bist sicher. Bist du nicht? Das war eine Lüge. Eine dreiste Lüge. Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Zu spät. Ich habe keine Ahnung, was hier die ganze Zeit diese Geräusche macht, ey. Ja, so sieht's aus.
Die Viecher wirken gerade so ein kleines bisschen wie eine Mischung aus Infizierten aus The Last of Us und den Viechern, diesen ekelhaften, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, aus dem Ende von Uncharted 1. Dafür habe ich nicht genug Platz. So, mit ein bisschen Schlamm einschmieren. Meine Güte. Dschungelkreaturen. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ah. Den hätte ich eigentlich noch erwischen können. Die sind nicht natürlich. Das wäre nicht clever. Aber erstmal den da. Mist. Ein verfluchter Dreck. Duck dich doch, Mädchen. Nicht schießen. Seht nach, ob sie noch da ist. Ich wollte gerade sagen, von wem wirst du gerade eben noch gesehen? In wessen Blickwinkel bist du gerade? Ah, in seinem, ich sehe schon. Ich bin zu gut für dich, was? Hier ist nichts. Hast du irgendwas? Alles klar fürs Erste. Suche negativ. Sie kann nicht weit sein. Ziel ist nicht. Gott. So. Double Kill. Ankunft in Kürze. Ich greife über die Flanke an. Munition. Bringen wir es zu Ende. Gerne. Das kannst du doch besser. Halt die Augen offen. Ja. Erwischt. Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Oh oh. Oh oh. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Jesus. Was sind das für Kreaturen? Oh. Mal wieder irgendwelche Viecher gegen die voll ausgebildete... Es muss einen Weg hier rausgeben. Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Gegen die voll ausgebildete Trinity-Soldaten nicht den Hauch einer Chance zu haben scheinen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hm. Könnte es dort rausgehen? Ah, unwahrscheinlich. Okay. Nach Kuwak-Yaku zurückkehren. Shit. Das alles ist auch noch so nah an Kuwak-Yaku. Das ist schlecht. Moment, wo ist das Dokument? Scheint vor mir zu liegen. Gut. Oh. Die sind doch bestimmt noch in der Nähe. Gott, überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich hab was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Alter!
Die werden immer lauter. Also ich bezweifle, dass es nur ein Viech ist. Das bezweifle ich ganz stark. Davon abgesehen, die Typen hier sehen nicht angeknabbert aus. Also bezweifle ich, dass es die Viecher, dass das Viech aus Hunger tötet. Also dass es so eine Art Maya- oder Inka-Zombie ist. Suche auf dem Globus. Ein Bericht über Trinitys Suche nach Objekten der Macht. Bericht über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez. Mexiko. Cozumel. Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Itixi-Mitari. Eine Sackgasse. Städte stillgelegt und gesäubert. Verlegung des Teams nach Trinterira-Wakaja. Region Munduruku. Suche bislang ergebnislos. Probleme mit der Regierung. Empfehle Schließung der Städte. Erwarte weitere Anweisungen. Region Trinterira-Wakaja. Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt. Untersuchung wird fortgesetzt. Peru. Cuvac-Yaku. Tempel entdeckt. Nachforschungen laufen. Boah, die eine Region, die ist jetzt so ein bisschen an mir hängen geblieben. Region Trinterira-Wakaja. Oh, da konnte ich kaum noch verstehen, wie die Lara das ausgesprochen hat. Trinterira-Wakaja. Boah, krass. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man meinen, Lara hat gerade genuschelt, aber das glaube ich nicht. Ich denke schon, dass sie das durchaus angemessen ausgesprochen hat. Boah. Da muss die Synchronsprecherin wahrscheinlich ordentlich Unterricht genommen haben, um das vernünftig aussprechen zu können. Oder sie konnte es schon von Anfang an. Kann auch sein. Jedenfalls so oder so Respekt an die Synchronsprecherin. Mein lieber Mann. Weil ich habe es zweimal gehört und kann es immer noch nicht richtig aussprechen. Und ich bezweifle, dass ich das jemals können werde. Oh Gott, ich dachte jetzt schon, diese Explosionsfässer existieren vielleicht, um jetzt eine Begegnung mit dem Viech zu überleben. Hätte ja das sein können, nicht wahr? Oh, zum Glück nicht. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dann frage ich mich aber auch wiederum, warum die überhaupt hier sind. Das wird doch einen Grund haben, warum die hier stehen. Tja. Okay. Jonah in den Ruinen treffen. Täusche ich mich oder ist es gerade verdächtig ruhig? Das gefällt mir nicht. Ah, okay, nee. Da steht noch einer. Die Stadt ist noch belebt. Sie ist nicht geräumt worden. Okay. Ich dachte jetzt schon, hier ist weiß Gott was passiert. Ich meine, wenn man bedenkt, wie nah dran das Viech an der Stadt ist. Jonah? Wir sind unten. Unten? Wie unten? Okay. Das sieht ja interessant aus. Oh, aber Leute, eigentlich ist der Part schon so langsam an seinem Ende angelangt. Deswegen würde ich jetzt viel lieber an dem Basislager speichern. Und dann werden wir im nächsten Part gemeinsam herausfinden, was genau Jonah da jetzt gerade entdeckt hat. Mit seiner neuen Freundin Abigail. Ich bin gespannt. Uffa. Und dieses komische Viech, das haben wir definitiv nicht zum letzten Mal gesehen. Das steht fest. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Und ob es tatsächlich nur eines davon gibt. Ich bezweifle es sehr stark. Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Armee, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, sei es wie es sei, an dieser Stelle würde ich sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.